gemischtes Doppel. Ein Doppel bringt in gewisser Weise das Fluidum im Tennisspiel. Denn selbst dem reifen Seitenkreise gibt ein Helmut erst Profil. Wie wächst er doch in seinen Blicken, sein Einwurf wird zum Schmetterball. Er könnte ihn nach Hause schicken, ist er doch heute überall. Sein Stopp ist nie so gut gewesen, der Volley strahlende Brillanz, in seinen Augen nur zu lesen, ein kleines Fünkchen Resonanz. Die Bälle pflückt er von den Bäumen, Returns bringt er vom Zaun zurück, mit ihm liegt zwischen Zeit und Bäumen im Doppel das wahre Tennisglück. Verliert man trotzdem, sagt er schlicht, das Match war gut, der Peter nicht. Zwei Stunden später. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Sportstudio. Heute ist bei uns zu Gast Helmut Meyer. Nehmen Sie noch Platz. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Ich hoffe, das ist für Sie okay. Schieß los. Also, die erste Frage wäre, wie beschreiben Sie das Spiel heute? Ja, also ich denke, wir haben gut gespielt, wir hatten unsere Chancen. Am Ende hat halt der Peter dann, als er dann nicht stand, dann war halt die Luft raus und haben wir halt dann nicht mehr einen Ball übers Netz bekommen. Und wenn man halt dann einen Ball nicht übers Netz bekommt, dann bekommen wir halt nicht einen Ball übers Netz. Und dann bekommen wir halt dann einen Ball nicht übers Netz. Ah, okay. Und sehen Sie auch bei sich mit Schuld oder sind Sie nur bei mir? Also ich denke, ich bin da alles. Die Schuldfrage müssen wir beim Peter suchen. Dass ich da raus bin. Und was denken Sie, woran hat es gelegen? Peter, woran sonst? Ich meine, wenn ich mit Peter zusammenspiele und wir verlieren, dann kann es nur Peter liegen. Ich sehe da ganz klar. Also Sie schreiben sich keine Schuld zu. Ich bin da raus. Also brauchen Sie auch gar nicht jetzt hier so. Und wollen Sie irgendwas an Ihrem Trainingsplan ändern oder wollen Sie gleich bleiben auf diesem wirklich sehr schlecht anzuschauenden Spielniveau weiterspielen? Das geht zu persönlich, da fühle ich mich auch betroffen. Und das finde ich eine Unverschämtheit von Ihnen, dass Sie mir so dumme Fragen stellen und da brauchen Sie gar nicht mehr irgendwas hier zu denken und da gehe ich jetzt. Habe ich keine Lust mehr. Also meine Damen und Herren, ich glaube, wir hatten jetzt ein paar sehr interessante Aussagen zum heutigen Tennismatch. Ich hoffe, das aktuelle Sportstudio hat Ihnen gefallen.